Vielen Dank, Frau Professor, für die Einladung zur Eröffnung dieser Veranstaltung. Was mich überaus freut, wirklich sehr freut, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu dieser Zeugnisverleihung und auch zu dieser Antrittsvorlesung heute, denn heute ist für uns an der Pädagogischen Hochschule Steiermark ein Freudentag. Ein Freudentag auch insofern, als ich berichten darf, und Sie werden es vielleicht auch wissen, dass wir heuer mit dem Bachelorstudium Elementarpädagogik beginnen konnten, gemeinsam mit der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule und auch in Abstimmung mit der Universität Graz. Insofern ist es wirklich ein Freudentag im Zusammenhang mit der Antrittsvorlesung eines neuen Professors bei uns an der Hochschule und natürlich mit dem Zeugnis, das Ihnen heute überreicht wird für den Lehrgang, den Sie in den letzten Jahren besucht haben. Dafür gratuliere ich Ihnen nochmal gleich en passant, Ihnen allen gleichzeitig jetzt zu Beginn. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch dieses Lehrgangs, aber auch herzliche Gratulation, dass Sie ihn abgeschlossen haben und heute die Zeugnisse erhalten. Ich freue mich sehr, dass diese Tradition einer Antrittsvorlesung, die wir jetzt an der Hochschule schon länger pflegen, heute wieder sowohl von Ihnen als auch von einer Reihe von Ehrengästen besucht wird. Und ich darf jetzt dieser Verleihung und auch dieser Antrittsvorlesung natürlich ein hohes Gewicht verleihen und die Bedeutung dadurch steigern. Und ich freue mich, diese Ehrengäste jetzt begrüßen zu dürfen. Ich begrüße an erster Stelle Herrn Universitätsdozenten Dr. Dr. Karl Clement, der Vorsitzende des Hochschulrates der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Lieber Karl, vielen Dank, dass du extra aus Wien angereist bist. Ich freue mich auch, meinen Kollegen, Herrn Hofrat Magister Dr. Siegfried Barones, Rektor der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, begrüßen zu dürfen. Lieber Sigi, vielen Dank, dass du da bist. Ich darf vielleicht gleich an deiner Seite, weil sie neben dir sitzt, Frau Professorin Magistra Doktorin Alexandra Strohmeier-Wieser begrüßen, die seitens der Katholischen Kirche Steiermark als Leiterin des Referats für Elementarpädagogik heute hierher gekommen ist. Vielen Dank. Ich freue mich ganz besonders, dass uns auch die Vertreterin unseres Herrn Bürgermeisters heute beehrt, unsere Frau Gemeinderätin Elisabeth Botzinger. Vielen Dank, Frau Botzinger, dass Sie... Sie haben mir schon berichtet, dass der Herr Bürgermeister gemeint hat, er wäre wirklich sehr gerne selbst gekommen, das ist ihm aber nicht ausgegangen und wir freuen uns, dass Sie da sind, weil wir wissen um Ihr Engagement in dieser Angelegenheit, gerade was die Elementarpädagogik betrifft, und es ist auch ganz wichtig, dass wir da mit der Stadt Graz so eine gute Kooperation haben. Vielen Dank dafür. Ich freue mich ebenfalls, dass vom Land Steiermark wir hoch beehrt werden von unserem Herrn Hofrat Dr. Albert Aigner, Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Leiter der Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft. Lieber Albert, vielen Dank, dass auch für dein Engagement und für deine Unterstützung. Und weil es auch bei dir so ist, dass gleich deine Kollegin neben dir sitzt, darf ich hier ganz herzlich begrüßen die Bereichsleiterin für die pädagogische Qualitätsentwicklung für die Elementarpädagogik im Land Steiermark, Frau Doktorin Ingeborg Schmuck. Herzlich willkommen und vielen Dank. Ebenso beehrt oder geehrt fühlen wir uns durch die auch immerwährende Anwesenheit bei solchen Angelegenheiten, weil sie so engagiert ist, unsere Frau Fachinspektorin für Pädagogik, Didaktik und Praxis an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik und den Bildungsanstalten für Sozialpädagogik, Frau Magistra Doktorin Andrea Raffalt. Lieben Dank fürs Kommen. Ich freue mich auch, dass einige Kooperationspartner und Partnerinnen zu uns gestoßen sind und begrüße an dieser Stelle Frau Corinne Ruhe von der Wiki Kinderbetreuung. Ich habe sie noch nicht gesehen, ist sie da? Ah, sehr schön. Vielen Dank fürs Kommen. Sie ist uns immer ganz wichtig. Ganz wunderbar ist es, dass ganz viele Fachberaterinnen und Fachberater, Koordinatorinnen für Fachberatung, Fachinspektionen auch zu uns gestoßen sind. Ich darf Sie sozusagen gesammelt ganz herzlich begrüßen und vielen Dank auch für Ihr Kommen. Fachinspektion für die Elementarpädagogik.
Und erlauben Sie mir auch jene Personen zu begrüßen, die zwar bei uns im Haus tätig sind, aber die auch viel dazu beigetragen haben, dass das heute möglich ist, an ihrer Spitze, und das mache ich jetzt sozusagen aufsteigend in der Hierarchie oder absteigend, wie auch immer man das sehen möchte. Zuerst möchte ich mal die Frau Institutsleiterin Andrea, Frau Doktorin Andrea Holzinger auch hier begrüßen, obwohl sie eh schon hier gestanden ist, aber sie ist einfach die Frau für die Elementarpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Liebe Andrea, vielen Dank. Und sie kriegt natürlich gute Unterstützung von den beiden Vizerektorinnen, die ich hiermit auch sehr herzlich begrüßen. Frau Vizerektorin, Universitätsprofessorin, Doktorin Beatrix Karl, Vizerektorin für Forschung und Entwicklung. Danke, dass du mit mir uns herübergeeilt bist. Und die Frau Vizerektorin, Doktorin Regina Weidlaner, Vizerektorin für Studium und Lehre. Gut, dass du auch herübergeeilt bist. Ja, und last but not least begrüße ich natürlich unseren heutigen Keynote-Speaker oder Antrittsvorleser, über dessen Kommen von Innsbruck nach Graz wir uns außerordentlich freuen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Bernhard Koch, der heute seine Antrittsvorlesung halten wird. Vielen Dank für Ihr Dasein. Ja, vielleicht ganz einige Worte zur Elementarpädagogik und der Entwicklung hier an der Hochschule. Die Pädagogische Hochschule Steiermark profiliert sich in der Elementarpädagogik seit 2007. Wir sind unermüdlich dran, immer vieles anbieten zu können. Wir freuen uns, dass wir im Auftrag des Landes Steiermark, aber auch in Kooperation mit der Stadt und selbstverständlich in Kooperation mit der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule sehr viele Fortbildungsveranstaltungen bis dato und auch Hochschullehrgänge anbieten konnten, die viele von Ihnen besuchten oder auch besuchen. Und ich erlaube mir hier auch anzumerken, dass wir die Wahrnehmung haben seitens der PH Steiermark, dass die Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen, so viele gibt es ja nicht, aber Ihnen, sagen wir mal mit kleinem I, eine Gruppe von Pädagoginnen in unserem Land sind, die unglaublich fortbildungsfreudig sind. Unsere Fortbildungsveranstaltungen sind immer überbucht. Wir freuen uns sehr, dass Sie das so gut annehmen. Und wir freuen uns jetzt eben auch, dass wir das erste Bachelorstudium Elementarpädagogik anbieten dürfen. Auch hier haben wir auf einer Warteliste 80 Personen. Wir konnten nur 33 aufnehmen, aber wir gemeinsam mit der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule werden wir das auch jetzt im nächsten Jahr anbieten, dieses Studium. Obwohl dieses Studium in Wirklichkeit nicht nötig ist, sage ich jetzt einmal so, als Pflicht, sondern eine Kür ist, ist es aber genau ein Ausdruck dessen, dass Kindergartenpädagoginnen, Elementarpädagoginnen in diesem Land wirklich unglaubliches Interesse an Fort-, Weiter- und auch Ausbildung in diesem Fall haben. Wobei man sich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt eine Ausbildung oder ist das eine Weiterbildung. Bei uns an der Hochschule wird ein Bachelorstudium unter Ausbildung geführt. Bei Ihnen ist es natürlich eine Weiterbildung, weil Sie sind ja schon ausgebildet. Was auch immer. Es kommt ja auf die Inhalte an und ich glaube, die sind wesentlich. Da freut sich jeder, wenn er etwas dazulernt. Dies sind die Worte zur Elementarpädagogik und ich darf mir jetzt vielleicht auch noch erlauben, einige Worte zu einer Antrittsvorlesung zu sagen. Eine Antrittsvorlesung ist ja ein universitäres Ritual, wo jemand, der eine Professur übernimmt, belegt oder auch zeigt, wie sehr er auch in der Forschung firm ist. Und gerade die Elementarpädagogik, da freuen wir uns sehr, dass wir uns da auch in der Forschung sehr aktiv betätigen. Und es ist so, dass eine Antrittsvorlesung manche jetzt heutzutage schon als ein bisschen altmodisch bezeichnen. Man könnte sagen, okay, dann lassen wir es, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir an der PH sind sehr stolz auf unsere Tradition, aber auch auf unsere Innovation und natürlich binden wir uns da auch an die akademischen Usancen an und machen diese Antrittsvorlesungen. Ist auch immer sehr interessant, die neuen Kollegen und die neuen Kolleginnen zu hören. Insofern machen wir das auch. Es ist aber so, dass ein Professor an einer Uni einen Lehrstuhl innen hat. Bei uns ist es kein Lehrstuhl, es ist einfach eine Dienststelle, aber es gibt Voraussetzungen, die dazu nötig sind, um
eine solche Stelle als Professor an einer Hochschule zu erhalten. Und ich zitiere hier aus unseren Vorschriften unseres Dienstgebers: Natürlich muss ein Professor an einer Hochschule ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Er muss die pädagogische Eignung, die durch Erfahrung in der Lehre und Ausbildung nachgewiesen wird, haben. Er muss beweisen, dass er eine besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit hat, die durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen ist. Selbstverständlich hat er ein Doktorat oder sie. Dann für die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen, die im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeiten an Universitäten, Außeruniversitäten, Forschungseinrichtungen oder in der Wirtschaft erbracht werden. Auch solche Leistungen sind sozusagen damit verbunden. Dann für Hochschulprofessoren einer pädagogischen Hochschule, Hochschulprofessoren, das ist wieder eine, sind besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse in einer mindestens vierjährigen Berufspraxis auch notwendig. Und natürlich gibt es einschlägige wissenschaftliche Tätigkeit, die durch Publikationen in international anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften nachzuweisen sind. Das heißt, wir stehen heute hier mit einem wunderbaren Bild der Entwicklung der Elementarpädagogik in unserem Bundesland, sowohl in der Ausbildung als auch in der Fortbildung, als auch in der Weiterbildung, als auch in der akademischen Tradition und mit dem akademischen Niveau. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute ein ganz, ganz wesentliches Thema dieser Antrittsvorlesung haben, nämlich 100 Jahre Republik, die Bedeutung des Kindergartens für die Demokratie. Was können wir uns noch mehr wünschen? Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche einen netten und interessanten Nachmittag. Vielen Dank. Jetzt muss ich das unterspringen. Ja, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr, sehr herzlich jetzt wirklich begrüßen von meiner Seite. Ich leite das Institut für Elementar- und Primarpädagogik und das Leistungsportfolio meines Instituts ist sehr, sehr groß. Ich habe sehr viele Lehrende und sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich dabei unterstützen. Und das Team der Elementarpädagogik war bisher sehr, sehr klein, sage ich jetzt einmal. Es bestand aus zwei Personen, aus Frau Professor Magister Lisa Reicher-Birchecke und aus Frau Professor Magister Patricia Geider. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass sich dieses Team erweitert, vergrößert durch Herrn Hochschulprofessor Dr. Bernhard Koch. Und ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch einer Person aus meinem Team danken, die diese Veranstaltung heute vorbereitet hat. Frau Magister Patricia Geider hat sowohl an und für sich die Graduierungsfeier als auch die Antrittsvorlesung von der Organisation her vorbereitet und dafür ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, es ist auch ein schönes Signal, wenn die Fachgruppe die Antrittsvorlesung für die Hochschulprofessur vorbereitet. Das ist doch auch etwas, was symbolisch zu sehen ist. Und deswegen wirklich vielen Dank, liebe Patricia. Ja, ich darf Ihnen nun die akademische Laufbahn unseres geschätzten Kollegen, Hochschulprofessor Dr. Bernhard Koch, vorstellen. Er studierte Politikwissenschaft, Pädagogik und Psychologie an der Universität Innsbruck und graduierte 1989 zum Magister der Philosophie. Von 2008 bis 2011 absolvierte er sein Doktoratstudium an der Universität Innsbruck. In seiner Dissertation widmete er sich dem Themenbereich Elementarpädagogik und Gender und der Titel seiner Dissertation lautete Männer in Österreichs Kinderbetreuungseinrichtungen, Impulse für eine geschlechtsneutrale Professionalität in der Elementarpädagogik. Klingt spannend. Bevor er nun die Pädagogische Hochschule Steiermark in diesem Jahr zu seinem Wirkungsort wählte, hinterließ er seit 2007 viele Spuren als Wissenschaftler in ganz Österreich. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Innsbruck und als Lektor im Fachbereich Elementarpädagogik an den Universitäten Graz und Salzburg sowie an der Fachhochschule Campus Wien.
In der Lehre widmete er sich vorrangig bildungswissenschaftlichen Themen wie Theorien und Konzepte der Elementarpädagogik, Sozialraumorientierung und Kulturen der Kindheit, Männer in erzieherischen Berufen. Aber auch zwei Bildungsbereiche gemäß dem Bildungsrahmenplan der elementaren Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen zählen zu seinen Expertisen in Theorie, aber auch in Praxis, nämlich die Bildungsbereiche Natur und Technik sowie Bewegung. Zahlreiche Publikationen zeugen von seiner regen Forschungstätigkeit. Seine Beiträge finden sich in High-Ranking Peer-Reviewed Journals, in Monographien und Herausgeberschaften sowie in zahlreichen Fachzeitschriften und Fachbüchern. Das wohl uns allen bekannteste Werk ist das Handbuch Kindergartenleitung, das ABC für Führungskräfte in der Elementarpädagogik. Das ist auch ein Thema, das er immer wieder bei diversen Vorträgen national und international zum Thema macht. 2017 erschien seine Monographie Kindergarten und Demokratie in einer Zeit der Unsicherheit. Und das ist auch das Thema des heutigen Vortrages. Er referiert europaweit und weltweit auf internationalen Konferenzen der European Early Childhood Research Association und der World Organization for Early Childhood Education. Seine Lehrtätigkeit innerhalb Österreich und seine Vortragstätigkeit in Europa zeigen von seiner Freude an Mobilität und nationaler und internationaler Vernetzung. Und ich sage jetzt gleich einmal persönlich etwas. Ich hoffe, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst und dass du bei uns lange bleibst und von uns aus national und international ausströmst. Ja, seit etwa 10 Jahren beteiligt er sich auch an den Aktivitäten der elementarpädagogischen Community in Österreich und er ist so wie ich Gründungsmitglied der Sektion Elementarpädagogik der ÖFÖB und da lernten wir uns auch kennen. Und wir waren am Anfang eine sehr, sehr kleine Gruppe, wir mussten eigentlich auch darum kämpfen, dass es diese Sektion überhaupt gab und als ich dich das erste Mal gesehen habe, lieber Bernhard, bist du mir nicht nur aufgefallen, weil du eigentlich einer von 2 Männern warst in dieser Gruppe und alles andere waren Frauen. Du bist mir auch aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, wow, das ist ein wirklich unglaublich sympathischer Tiroler, den ich noch dazu wirklich gut verstehe. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass ich immer alle Menschen aus Tirol und aus Vorarlberg verstehe und dich habe ich wirklich von Anfang an verstanden. Sowohl inhaltlich als auch von der Sprache her. Und ich denke mir, ja, es ist eigentlich fast unglaublich für mich, weil wenn ich diese Jahre zurückdenke, hätte ich mir nie zu träumen gehofft, dass du nach Graz kommst, dass es dich nach Graz zieht und dass wir dich auch hier in Graz begrüßen dürfen. Es gibt sehr viele Themen, die uns gemeinsam sind, die uns gemeinsam wichtig sind und deswegen sage ich, für Austausch und Vernetzung ist auch innerhalb der BH Steiermark gesorgt. Also bitte bleibt bei uns. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind heute hier, um deinen Vortrag zu hören und Anknüpfungspunkte für viele gemeinsame Diskussionen, Gespräche, gemeinsame Projekte etc. zu finden. Sehr geehrter Herr Dr. Koch, lieber Bernhard, ich darf dich um deine Worte bitten. Jetzt passt. Schönen Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ehrengäste. Danke für die freundlichen einleitenden Worte und danke auch allen an der Pädagogischen Hochschule für die freundliche Aufnahme. Ich empfinde es als Ehre, an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in diesem Bereich tätig zu sein. Von Innsbruck aus habe ich immer neidig auf die Steiermark und auf Graz und die Pädagogische Hochschule geschaut, wo so viele engagierte Leute so viel schon publiziert haben und gemacht haben und tätig waren, um die Elementarpädagogik weiter zu stärken. Als ich vor der
Entscheidung stand, welches Thema ich für die Antrittsvorlesung wählen sollte, hatte ich eigentlich drei Möglichkeiten. Einerseits über die Forschungsprojekte Männer im Kindergarten zu berichten. Das wäre auch sehr aktuell gewesen, weil der Männeranteil beträgt nach wie vor nur 2%. Und auch mit den neuen Bachelor-Studiengängen, das ist momentan der Männeranteil 0,3%, nur ein Mann von diesen über 300 in Österreich ist da beteiligt. Oder über Kindergartenleitungen. Und die Wahl fiel noch dann darauf, doch über das Thema Kindergartendemokratie zu referieren, weil es ein sehr aktuelles Thema ist, 100 Jahre Republik. Und weil ich mir denke, dass es auch ein Thema ist, was uns weiter sehr, sehr beschäftigen wird, Demokratie und Kindergarten. Und der Kindergarten als erste Bildungseinrichtung hat eine Bedeutung, die aus meiner Sicht bisher noch nicht richtig diskutiert wurde und kaum wahrgenommen wurde. Die Bedeutung des Kindergartens für die Demokratie. Warum geht es in diesem Vortrag? Einerseits ist es mir wichtig, den Wert der Demokratie in Erinnerung zu rufen, mögliche Gefährdungen aufzuzeigen und die Rolle des Kindergartens darzustellen. Es wird ein Bogen gespannt von demokratischem Grundwissen, der demokratiepolitischen Funktion des Kindergartens bis hin zur Partizipation im Kindergarten. Angesprochen werden aktuelle und brisante Themen wie Migration und Integration, der Stellenwert der deutschen Sprache, Säkularismus, soziale Ungleichheit sowie die politische Bildung des elementarpädagogischen Personals. Ich kann in dieser kurzen Zeit nur einige Aspekte anführen. Das Weitere ist sozusagen auch in diesem Buch Kindergarten und Demokratie drinnen. Wenn wir uns eine Karte anschauen von dem Grad der Demokratie in den Ländern der Welt, dann wird uns gleich auffallen, es gibt sozusagen in Europa, Amerika, Länder mit ausgeprägter Demokratie und es gibt ganz, ganz viele Länder, da gibt es eher autoritäre Regimes. Insbesondere in Afrika, Nahost, aber auch im asiatischen Raum. Die Demokratie ist fragil. Wie auch der Altbundespräsident Heinz Fischer bei der Eröffnungsrede für die 100-Jahr-Feier gesagt hat, die meisten von uns sind in einer Demokratie aufgewachsen und haben keine Ahnung mehr, wie es sozusagen früher war, wie fragil die Demokratie ist. Sie hat folgende Funktionen, nämlich Sicherheit herzustellen, Wohlstand und Legitimität bzw. Rechtsstaatlichkeit. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt uns, dass das nicht selbstverständlich ist und auch ein Blick in andere Länder zeigt uns, dass das nicht selbstverständlich ist. Es gibt sogenannte Failed States, also Staaten, die gescheitert sind. Somalia oder verschiedene Staaten in Afrika. Österreich gehört zu den stabilen bzw. nachhaltig stabilen Staaten. Demokratie und Erziehung. Es gibt eine lange Tradition darin, Demokratie und Erziehung als untrennbar miteinander verbunden zu sehen. Namen sind John Dewey oder Loris Malaguzzi, den Begründer der Reggio-Pädagogik. Politische Bildung wurde in Österreich in den 60er, 70er Jahren installiert, vor allem mit Bezug auf die Schule, kaum auf den Kindergarten, und zwar deshalb, um zentrifugale Tendenzen sozusagen zu bündeln und einen einheitlichen Wertekodex eigentlich bereitzustellen. Das ist etwas Ähnliches, was wir jetzt auch in der Wertediskussion im Kindergarten mitbekommen, was allerdings auch in der Elementarpädagogik auf unterschiedliche sozusagen Resonanzen stößt und teilweise auch strittig ist. Warum sind manche Staaten undemokratisch und arm? Darüber gibt es kontroversielle Diskussionen. Manche machen den Kolonialismus verantwortlich, andere kulturelle Unterschiede, zum Beispiel die protestantische Arbeitsethik oder geografische und klimatische Unterschiede. Warum sind andere demokratisch und reich? Acemoglu und Robinson haben in ihrem Buch Why Nations Fail gezeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg in erster Linie von inklusiven, also einbeziehenden wirtschaftlichen und politischen Institutionen abhängt. Eine große Rolle spielt das Bankwesen und der Kreditapparat, sozusagen Einrichtungen, die wir in der Erziehungslandschaft tätig sind, manchmal etwas fremd sind, sowie unabhängige Gerichte und geringe Korruption.
Auch das Bild, was wir von Beamten haben, muss hier sozusagen aufgewertet werden. Beamte, die sozusagen ganz klar sozusagen die Rechte vollziehen, tragen ganz, ganz viel bei zu einem funktionierenden demokratischen Staat. Nur ein funktionierender demokratischer und pluralistischer Rechtsstaat ist in der Lage, Ideen und Talente jedes einzelnen Bürgers voll auszuschöpfen. Das passiert in manchen Ländern mehr, in manchen weniger. Demokratie und Vielfalt. Vielfalt ist auch in der pädagogischen Hochschule ein hoher Wert. In einer Demokratie steht der einzelne Mensch mit seinen Rechten und Pflichten im Mittelpunkt. Weniger Gruppen wie die Familie, der Clan, der Stamm, die Ethnie oder die Religionsgemeinschaft. Vielfalt per se ist kein Wert. Vielfalt kann eine Bereicherung darstellen, Vielfalt kann aber auch Spannungen hervorrufen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden können. Es gibt eine ganze Reihe von Gefährdungen der Demokratie, wie sie in der Literatur genannt werden. Ich habe Ihnen einige aufgelistet. Zum einen eine Zunahme religiös-konservativer Strömungen, die der Religion Vorrang vor staatlichen Strukturen einräumen. Eine hohe Arbeitslosigkeit, ein hoher Prozentsatz armutsgefährdeter Personen, die Furcht vor sozialem Abstieg haben. Das haben wir in der Geschichte erlebt. Ein abnehmendes Gefühl von Sicherheit, das erleben wir aktuell, sei es durch Medienberichte, sei es nur durch subjektives Empfinden. Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Es wird sehr stark diskutiert in verschiedenen Medien oder indem der Korridor der zulässigen Meinungen wird immer enger, wird gesagt. Es gibt ausgeprägte soziale und kulturelle Ungleichheiten. Der Zuzug von vielen Menschen, deren Sprache und Kultur man nicht versteht, in den Sozialraum, in dem man sich verwurzelt fühlt. Eine europaweit zunehmende Bedeutung von rechtsgerichteten Parteien und eine nachhaltige Teilung der Gesellschaft in Wohlhabende und Arme, beziehungsweise Erwerbstätige und Nichterwerbstätige, die mit ethnischen und oder religiösen Grenzen zusammenfällt. Es gibt also eine ganze Reihe von demokratiepolitischen Problemfeldern und der Kindergarten hat da jeweils auch eine Funktion dazu. Wenn es ums Bildungsniveau und Bildungsungleichheit geht, kann der Kindergarten zu einer Verringerung von Bildungsunterschieden beitragen. Das ist eine wichtige Funktion. Wenn es um Vertrauen und Misstrauen geht, kann der Kindergarten dazu beitragen, dass eine Kultur des Vertrauens aufgebaut werden kann. Wenn es um Thema Reich und Arm geht, sind die Möglichkeiten des Kindergartens relativ gering. Wenn es um Immigration und Integration geht, kann der Kindergarten eine Integrationsinstanz sein. Ich werde später noch darauf zu sprechen kommen. Wenn es um religiösen Fundamentalismus geht, kann er durch seine Orientierung an Bildungsrahmenplänen die religiöse Wertevermittlung einbetten in den gesamten Bildungsrahmenplan. Wenn es um Rechtspopulismus geht, kann der Diversität akzeptieren, lernen, helfen. Wenn es um Meinungsfreiheit und Diskussionskultur geht, kann der Partizipation lernen, helfen. Erstes Thema, Demokratie und Säkularität. Säkularismus, also die Trennung von Kirche und Staat, gilt als erstrebenswerte Voraussetzung für demokratische Gesellschaften. Dabei hat es unterschiedliche Bedeutung für Christentum und Islam. Das Christentum musste sich der Aufklärung, musste sich dem Staat beugen. Der Islam hat diese Erfahrungen nicht machen können. Er hat diese Erfahrungen nicht gemacht. Es gibt kaum islamische Länder, wo eine Trennung von Kirche und Staat da ist. Ebenso wie übrigens im Judentum in Israel. Und alle monotheistischen Religionen haben Interesse an Ausdehnung des Einflussbereichs. Insofern muss man achtsam sein, insbesondere wo es um die konservativen, orthodoxen oder ja, sehr konservativen Ränder von Religionsgemeinschaften geht. Konfessionelle Kindergärten und Demokratie waren vor ein, zwei Jahren sehr stark in der medialen Diskussion. Es ist um Islam-Kindergärten gegangen.
Man kann es folgendermaßen zusammenfassen. Kindergärten in der Trägerschaft von Religionsgemeinschaften, egal welche, können zu einer Demokratiegefährdung beitragen, wenn sie der Religion Vorrang vor anderen Bildungsinhalten einräumen, wenn es ganz zentral ist, wenn sie ihre eigene Religion als höherwertiger betrachten, wenn sie Unmündigkeit erzeugen, das heißt, wenn Partizipation nicht gelebt wird, und wenn sie Integration behindern, das heißt, wenn die Kinder in diesen Kindergärten mit einem Migrationshintergrund beispielsweise und muslimischem Hintergrund beispielsweise nicht in Kontakt kommen mit einheimischen Kindern, wenn sie die Sprachen nicht lernen und wenn sie sozusagen nicht eingeführt werden in die Werte, die diese Gesellschaft ausmachen und dadurch Wissen akquirieren, wie man in dieser Gesellschaft sozusagen beruflich Fuß fassen kann und auch beruflich aufsteigen kann. Stichwort interethnisches Sozialkapital. Zweiter Teil, Verringerung sozialer Ungleichheiten. Es gibt erhebliche Unterschiede in den Chancen, die Kinder haben, das wissen wir alle. Kinder sind zwar gleich an Rechten, aber Kinder aus sozial schwachen Familien besuchen eher Kindergärten minderwertiger Qualität. Das sagt sozusagen in der Europäischen Kommission oder auch die Nubeck-Studie in Deutschland, in Österreich wird es nicht viel anders sein. Die Vorschläge gehen dahin, dass es mehr finanzielle Mittel für die sogenannte Brennpunkt-Kindergärten gibt, weil das sind dann sozusagen diese Kinder mit deren Familien, die dann sozusagen problematisch werden können für Sicherheit oder für die Aufrechterhaltung der Demokratie. Und die Kindergärten selbst, sie brauchen eine Pädagogik, die eine Förderung insbesondere jener Kinder ermöglicht, die zu Hause wenig Anregungen bekommen. Das heißt, es braucht eine Pädagogik mit einer Betonung der Fachkraft als unterstützender Interaktionspartner. Das sage ich deshalb, weil es einen Mainstream zum Teil gibt in Bezug auf Selbstbildung, aber das alleine kann diese Ungleichheiten nicht verringern. Der Kindergarten als Integrationsinstanz. Welche Ebenen sind hier bedeutsam? Zum einen die Migrationspolitik. Migrationspolitik und Herausforderungen für den Kindergarten stehen in engem Zusammenhang. Das wird in der öffentlichen Debatte manchmal übersehen. Es gibt in Österreich trotz Jahrzehnte auch sozialdemokratischer Regierung eine Bildungsvererbung, das heißt das Bildungsniveau der Eltern geht weiter bei den Kindern. Das heißt, Beispiel Kanada, die Aufnahmekriterien bei der Immigration sind unter anderem Sprachkenntnisse, Erwerbsmöglichkeiten und Ausbildung. In Kanada beispielsweise haben etwa 50% der Personen mit türkischem Migrationshintergrund eine tertiäre Ausbildung, in Österreich sind es etwa 5%. Dadurch steigen natürlich die Anforderungen an den Kindergarten, um Bildungsungleichheiten auszugleichen. Die Einrichtung selbst, sie braucht eine interkulturelle Ausrichtung, das heißt, die Kulturen der Kinder müssen reflektiert sein im Kindergarten. Es müssen die Eigenheiten der Kultur müssen im Kindergarten vorkommen. Und das Personal muss diversitätskompetent sein, das heißt, es muss eine Ahnung haben von den verschiedenen Kulturen, von den verschiedenen Sprachen und auf diese Gegebenheiten eingehen können. Dann stehen die Chancen für Integration relativ gut. Stichwort Willkommenskultur, ein sehr emotional besetzter Begriff. Ein Kindergarten mit Kindern aus verschiedenen Kulturen kann als Chance und Ressource begriffen werden. Es geht dabei um eine voraussetzungslose Willkommenskultur für jedes einzelne Kind, vollständig unabhängig von sozioökonomischen oder kulturell-religiösen Merkmalen. Für manche Fachkräfte ist schwer nachvollziehbar, dass auf nationalstaatlicher Ebene eine voraussetzungslose Willkommenskultur mit vermutlich hoher Arbeitslosigkeit, Vergrößerung sozialer Ungleichheiten und dem Risiko einer Demokratiegefährdung einhergeht.
Also inwiefern der Kindergarten seine Rolle als Integrationsinstanz wahrnehmen kann, hängt in erster Linie von der Migrationspolitik und in zweiter Linie von der Stärkung einer qualitätsvollen Elementarpädagogik ab. Ich komme dann zur Zusammenfassung. Es müssten elementarpädagogische Qualitätssicherungssysteme eingeführt werden, die für jeden Kindergarten gelten in ganz Österreich. Und die müssten Kriterien der Integrationsmöglichkeiten jedes einzelnen Kindergartens beinhalten. Insofern dürfte es zum Beispiel in Islamkindergärten gar nicht geben. Gibt es auch nicht, außer in Wien und aber sonst in kaum einem europäischen Land. Die deutsche Sprache ist einigendes Band. Eine Gesellschaft kann zusammengehalten werden durch Staatsgrenzen, ethnische Zugehörigkeit, religiöse Zugehörigkeit oder durch die Sprache. Die meisten Länder in Europa formierten sich um die Sprache herum. Die Schweiz ist eine Ausnahme, aber die meisten Länder haben sich um die Sprache herum geformt. Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn für das einzelne Kind und für die Gesellschaft. Dieser Satz klingt gut, doch Mehrsprachigkeit an sich ist kein Gewinn. Wenn zum Beispiel ein Kind eine Minderheitensprache spricht, aber der Mehrheitssprache nicht mächtig ist, ist das persönlich und gesellschaftlich ein Problem. Der gegenwärtige erziehungswissenschaftliche und elementarpädagogische Diskurs über Mehrsprachigkeit legt nahe, dass in Österreich alle Sprachen gleich hohen Wert besitzen oder besitzen sollten. Demokratiepolitisch tun sie das nicht. Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Österreich funktioniert über die deutsche Sprache. Nur über die deutsche Sprache kann man in Österreich, in Dänemark ist Dänisch, in der Türkei Türkisch etc. Nur über diese Sprache kann man Konflikte besprechen, kann man Kooperationen eingehen, kann man Kontakte aufbauen und kann man dazu auch beruflich und sozial sich integrieren. Faktoren, die den Zweitsprachenerwerb beeinflussen, sind der Zeitpunkt des Erstkontakts, die Qualität und die Quantität des Inputs, also das, ja, und die lebensweltliche Relevanz und Wertigkeit der Sprache. Wie wichtig ist die Sprache? Doch wie für Deutschland gezeigt wurde, besuchen 1/3 der Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, einen Kindergarten, in dem die Mehrzahl der Kinder ebenfalls des Deutschen nicht mächtig ist. Das trifft natürlich vor allem auf urbane Zentren zu, weniger auf ländliche Gebiete. Elementarpädagogischen Fachkräften kommt die Aufgabe zu, die Sprachentwicklung der Kinder unter Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit, also sozusagen die Muttersprache, auch als Mittel zum Zweck, um die deutsche Sprache zu lernen, zu begleiten und bei allen Kindern die Sprache Deutsch in Zusammenarbeit mit den Eltern zu fördern. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Haltung kontrovers diskutiert wird. Schlussfolgerung: Aus demokratiepolitischer Sicht müssen Anstrengungen unternommen werden, Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, die in ihrem familiären und sozialen Umfeld kaum mit Deutsch in Berührung kommen, einen mehrjährigen Kontakt mit der deutschen Sprache in einem Kindergarten mit einer hohen Anzahl deutschsprachiger Kinder und Fachkräften, wenn es keine gibt, Erwachsene, zu ermöglichen. Das Hauptproblem ist die Segregation, die Wohnortsegregation. Da sind wir alle auch nicht unbeteiligt. Wir als Angehörige der Mittelschicht oder auch Oberschicht schicken unsere Kinder in einen Kindergarten mit einem niedrigen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Oder suchen das oft extra aus natürlich. Also die Wohnortsegregation, die Wahl des Kindergartens aus Elternsicht ist die Wohnortnähe einerseits, das machen aber vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten, Migrationshintergrund, sozioökonomischer Status. In allen Kulturen machen Eltern das, wovon sie glauben, dass es ihren Kindern nützt. Wenn man diese Freiheit beibehält, wird sich natürlich an der Segregation wenig ändern. Ein Sprachbad für diese Kinder ist selten möglich.
Es gibt zwar für den Schulbereich auch einige Ideen, wie man so eine Durchmischung erreichen könnte, aber richtig durchschlagenden Erfolg hat es bis jetzt noch kaum gehabt. Wenn man sich anschaut, Familien mit Migrationshintergrund und hohem sozioökonomischen Status, Jugendliche mit Migrationshintergrund aus der Mittel- und Oberschicht, die Mehrheit des Freundeskreises besteht aus Personen der einheimischen Bevölkerung. Sie haben eine Sprachverwendung, die eine gute Passung zu der in der Schule erwarteten Sprache aufweist. Also der hohe Sozialstatus korreliert mit einem hohen Grad an Integration. Ein weiteres Thema ist Demokratie in Familien. Es hat in den 70er Jahren das Schlagwort gegeben, Demokratisierung aller Lebensbereiche, dazu gehört auch die Familie. Und wir sind auf einem sehr guten Weg dazu. Also verschiedene Forscher, Familienforscher meinen, dass es immer weiter eine Tendenz gibt zu dieser Verhandlungsfamilie, wo man wirklich viel untereinander ausmacht, weg von der patriarchalen Familie. Gleichzeitig gibt es nach wie vor Familien, die nach wie vor nach einem patriarchalen Familiensystem leben, die, wo das Erziehungsideal Gehorsam sehr stark ist. Und hier muss man auch die Frage stellen, inwiefern Personen aus Kulturkreisen mit einem patriarchalen Familienhintergrund sozusagen diese Tendenzen dann eher verlangsamen. Muss die Frage geklärt werden, dass das Kinderpersonal ist sozusagen die erste staatliche sozusagen Instanz, die in Kontakt kommt mit Familienstrukturen, mit patriarchalen Familienstrukturen. Und es muss einiges gemacht werden, um da einen guten Kontakt aufzubauen und um da Veränderungen auch bewirken zu können. Dann der Kindergarten als demokratische Institution. Das betrifft Kinder, dann das Fachpersonal, Eltern und die Kindergartenleitung. Wenn die Einrichtungen eine hohe Autonomie haben, kann es zu einer Qualitätssteigerung beitragen. Es kann Entscheidungsprozesse demokratisieren und ein Empowerment und Motivation durch Übernahme von Verantwortung bewerkstelligen. Eine kleine Anekdote dazu. Ich war mal bei einem Kongress und dann hat eine Forscherin berichtet, sie hat in Österreich eine Untersuchung gemacht bei einem städtischen Kindergartenträger. Es ist um ein ganz anderes Thema gegangen. Jedenfalls hat sie während des Vortrags gesagt, es war ganz erstaunlich, die Kindergärtnerinnen, die haben sich da kaum etwas zu sagen getraut. Das heißt, sie waren in einer Institution, wo es kaum erlaubt war, sozusagen sich frei wie ein mündiger Bürger zu Wort zu melden. Im Vergleich zu Schulen haben Kindergärten eine relativ hohe Autonomie bezüglich Bildungsinhalten, Gruppenstrukturen, Organisation, pädagogischen Ansätzen. Aber Autonomie ist natürlich kein Garant für gute Qualität. Es braucht auch Verpflichtungen zur Rechenschaftslegung. Insgesamt kann man sagen, je besser ausgebildet das Personal ist, also Tertiarisierung, desto eher können Entscheidungen auf die Ebene der einzelnen Kindergarteneinrichtung verlagert werden. Die Elementarpädagogik befindet sich in einer ambivalenten Lage. Einerseits gibt es starke Tendenzen, Kontrolle, Monitoring, Screening etc., kritisch und den Elementarbereich als etwas Besonderes zu sehen im Bildungsbereich. Und andererseits wird die geringe Verankerung und nicht gleichwertige Verankerung im Gesamtsystem beklagt. Die zentralen Fragen für den Kindergarten als demokratische Institution sind Kindergärten Orte der Diskussion und der Auseinandersetzung? Was trauen sich Kindergärtnerinnen, Kindergartenleiterinnen gegenüber dem Bürgermeister zu sagen oder gegenüber dem Träger? Gibt es ein Harmoniestreben, gibt es eine Konsenskultur, gibt es eine offene Diskussionskultur basierend auf empirischen Forschungsergebnissen? Gibt es eine Öffnung zum Sozialraum oder ist der Kindergarten teilweise noch sehr so ein Ghetto der Kinderfreundlichkeit? Gibt es eine Öffnung zu den Eltern? Eine wirkliche Öffnung zu den Eltern, nicht nur eine programmatische Öffnung? Gibt es auch eigene Infragestellung von alten Glaubenssätzen oder inwieweit ist das möglich?
Der Geist der Demokratie kann nicht von außen verordnet werden, er muss auch von innen herauskommen. Politische Bildung und Kindergarten. Kindergartenkinder erkennen, ob und inwiefern jede Person die Möglichkeit hat, seine Meinung zu äußern oder ob manche Personen ständig im Vordergrund stehen und ihre Interessen durchsetzen können. Das Personal kann stille Kinder ermutigen, ihre Meinung zu artikulieren und zu erkennen, dass sie etwas zu sagen haben. Es gibt einige Projekte in Österreich, aber auch in Deutschland, um Partizipation im Kindergarten weiter auszubauen. Politische Bildung und Personal, wenn man sich anschaut, welche politische Bildung hat das Personal, dann muss man zuerst darauf schauen, fast 40% des Personals sind nur Assistenzkräfte. Das heißt, sie haben politische Bildung maximal im Rahmen der Pflichtschule, in der Regel im Rahmen der Pflichtschule genossen, nicht mehr. Die anderen im Rahmen der BAföG-Ausbildung, und das ist teilweise, wie Studien gezeigt haben, auch nur rudimentär passiert. Also hier scheint es möglicherweise große Herausforderungen in Bezug auf politische Bildung für Fachkräfte zu geben. Diskussions des Toleranzbegriffs. Toleranz scheint im elementarpädagogischen Diskurs ein Wert an sich darzustellen. Aber Toleranz an sich ist kein Wert. Es gibt auch Grenzen der Toleranz. Zumindest dort, wo Toleranz gefährdet ist. Das muss mehr diskutiert werden. Es gibt auch inzwischen einige Bücher, wo über die Grenzen der Toleranz, sei es in der Arbeit mit Kindern, sei es in der Arbeit mit Eltern, diskutiert wird. Aber was bedeutet Partizipation und Demokratie im Kindergarten? Es geht um Angelegenheiten, bei denen Kinder selbst entscheiden dürfen, das, was sie anziehen zum Beispiel, was sie essen, das ist der sogenannte Partizipationskindergarten, da wird das gepflogen, wo sie mitentscheiden dürfen, aber auch wo sie nicht entscheiden dürfen. Woran erkenne ich einen Kindergarten, in dem Partizipation gelebt wird, in dem ganz viele Produkte der Kinder im Kindergarten sind, in dem die Kinder, wenn ich den Kindergarten besuche, auf mich zukommen, auf den auswärtigen Gast hinzukommen und gleich fragen, wer bist du, hallo, sozusagen durch diese Offenheit. Es gibt in der Tradition der Kindergartenpädagogik eine sehr reiche Tradition an Partizipation im Rahmen vom Freispiel, Kinderprojekte, Morgenkreis etc. Ja. Sind Fachkräfte Vorbild? Zum Teil vielleicht auch nicht. Es geht darum, eigene Meinungen selbstbewusst zu äußern, sei es im Kindergarten, im Sozialraum des Kindergartens. Und da muss sozusagen auch das Selbstbewusstsein muss sozusagen da sein. Die Frage, die immer wieder auch in der Plattform EduCare und in anderen Communities gestellt wird, zieht die Ausbildung vor allem angepasste Personen an oder Personen, die sich was zu sagen trauen? Könnte es sein, dass es manchen Fachkräften schwerfällt, systematisch und konsequent den Kindergartenalltag aus der Kindperspektive zu denken? Und könnte es sein, dass es häufig eine zwar gut gemeinte, aber doch kinderbevormundende Haltung gibt? Sind Sie interessiert und neugierig auf das, was Kinder sagen? Nehmen Sie die Beiträge ernst? Das sind alles Anregungen aus dem Projekt Partizipation im Kindergarten. Motivieren und unterstützen Sie die Kinder dabei, die Räume zu verändern? Und vor allem, was trauen Sie Kindern zu? Haben Sie mehr Angst, die Aufsichtspflicht zu verletzen oder vertrauen Sie auf Ihre eigene Einschätzung? Einflussfaktoren für Fachkräfte, inwiefern Sie Partizipation verwirklichen können, Komposition der Kindergartengruppe, je nach soziale Auffälligkeiten, Rahmenbedingungen, pädagogische Konzeption, Ausmaß der Einrichtungsautonomie und auch Selbstreflexion. Ich komme zu den Schlussfolgerungen, demokratiepolitische Funktionen des Kindergartens. Er kann eine Kompensationsfunktion ausüben für Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien. Eine Integrationsinstanz kann er sein,
und das interethnische Sozialkapital fördern. Hier haben eben Kindergärten katholischer Träger, haben hier mehr Potenzial wie Islamkindergärten. Lernen der gemeinsamen Sprache Deutsch, lernen von Toleranz gegenüber Regeln, gegenüber Religionen. Lernraum für das Aushandeln und Einhalten von Regeln für Mitbestimmung und Selbstbestimmung. Politische Bildung. Es braucht eine Haltung, sowas wie ein positiver Patriotismus, der entgegengesetzt ist zu dem Nationalismus. Ich denke mir, Erziehungswissenschaft und Elementarpädagogik müssten mehr als bisher bemüht sein, das Wissen um den Wert Demokratie politischer Errungenschaften zu halten und das Feld nicht jenen zu überlassen, die autoritäre Strukturen herbeiwünschen oder jenen, die demokratiegefährdende Entwicklungen ignorieren. Es braucht eine Erhöhung des Stellenwerts der politischen Bildung bei der Aus- und Fortbildung des elementarpädagogischen Personals. Fachkräfte, die überzeugte Demokratinnen und Demokraten sind, die einerseits Kritik üben und andererseits dem System auch ein gewisses Maß an Grundvertrauen und Wertschätzung gegenüberbringen. Die Bildungspolitik müsste ein Augenmerk legen auf Qualität in Kindergärten. Es gibt österreichweit kaum eine Erhebung über die Qualität in Kindergärten, zumindest keine repräsentative. Offenheit vor Offenbarungen, das heißt, rationale Diskussionen auf Grundlage von empirischen Forschungen und nicht aufgrund von Offenbarungen, das, was man immer schon gemacht hat, das, was sozusagen auch Religionen vorgeben, und eine forschungsbasierte Elementarpädagogik. Die verantwortlichen Ebenen sind der Staat, der Investitionen dorthin lenkt, wo sie gebraucht werden, Kindergartenträger, die auf ihre Leitungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen, und Fachkräfte, die Kindern auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt begegnen, ihnen Mitbestimmungsrechte einräumen und den Kindergarten als Lernort für Demokratie begreifen. Die Arbeit im Kindergarten ist hochpolitisch. Fachkräfte, denen dies bewusst ist, stärken einerseits ihr eigenes Selbstwertgefühl und tragen andererseits durch die Eröffnung von Partizipationsmöglichkeiten und Gemeinwohlorientierung zur Sicherung der Demokratie bei. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.